Grüß euch, Servus und habe die Ehre. Mein Name ist Klaus Steurer und in diesem Video erzähle ich euch, wie ihr mit einer sehr einfachen Methode eure Facebook-Kontakte erstens einmal up-to-date haltet, mit ihnen einen Kontakt habt, könnt, ihnen eine riesen Freude machen könnt und von den meisten auf jeden Fall eine persönliche Rückmeldung bekommt. Seit 25 Jahren spiele ich mit den 16er Buben Wiener Lieder, also eine noch kleinere Nische, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Bin seit mehr als der Hälfte dieser Zeit Berufsmusiker und an meiner Erfahrung möchte ich euch teilhaben lassen. Als Musiker, der sich selbst vermarktet, der sich selbst um alles kümmert, der keine große Management-Booking-Agenturen oder Labels oder Plattenfirmen im Hintergrund hat, lernt man durchaus viele Möglichkeiten kennen, wie man sich eben ein Gehör verschafft. Naja, und der kleinste Teil, den man als Musiker hat, ist der auf der Bühne. Der größte Teil ist der, damit man überhaupt auf die Bühne kommt. Jeden Tag gibt dir Facebook bekannt, wer aus deiner Freundesliste Geburtstag hat. Viele schreiben dann eine, alles Gute, so wie viele anderen auch. Wie kann ich jetzt auffallen? Was mache ich? Ich gehe her, schaue nach, wer hat Geburtstag. Wenn ich ihn nicht persönlich wirklich gut kenne, was ja oft bei Facebook-Freunden der Fall ist, dann schaue ich mal nach, wer das überhaupt ist. Riesenvorteil, ich lerne gleich meine Freunde kennen. Wer ist es? Was macht er? Was tut er? Und dann, und das ist jetzt der Knackpunkt, dann schicke ich ihm ein Video. Eine Grußbotschaft per Video, wo ich ihn persönlich anspreche, mit Namen, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Eine kleine, kurze Videobotschaft. Wenn ich den Freund natürlich gut kenne, kann es natürlich eine noch persönlichere Botschaft werden. So oder so ist es eine persönliche Anrede und eine sehr individuelle Art, einen Geburtstagsgruß zu übermitteln. Jetzt kommt aber was Großartiges außer, nämlich in der Regel fällt man dann auf, weil so viele Geburtstagsvideos wird man nicht kriegen. Und derjenige, der Geburtstag hat, schreibt da zurück. Also in fast allen Fällen bekomme ich eine direkte, persönliche Antwort von denjenigen, denen ich ein Video schicke, weil es eben was Persönliches ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns bewusst machen sollten, dass diese Social Media Plattformen durchaus etwas Persönliches sind. Aber es liegt an uns selber, etwas Persönliches reinzubringen. Das heißt, wenn ich diese Freundesliste abarbeite, an jeden ein kurzes Video schicke, ist das Ganze ein Aufwand, wenn ich es direkt vom Handy mache, vielleicht 5 Minuten am Tag. Das Ganze hat 4 Vorteile. Erstens einmal, ich lerne meine Facebook-Freunde besser kennen. Ich weiß, wer da dabei ist, ich sehe, was die gemacht haben, ich sehe, welche vielleicht gar nicht mehr aktiv sind. Ja? Was mich zum zweiten Vorteil bringt, ich halte eigentlich meine Freundesliste über ein Jahr gesehen up to date. Ja, die Leute, die gar nicht mehr aktiv sind, kann ich auslöschen. Bei anderen kann ich den Kontakt intensivieren, wenn es mir taugt. Der dritte Vorteil bei dieser Aktion mit den Videos und zum Geburtstag ist der, dass ich auffalle. Dass ich definitiv in der Freundesliste, in der Timeline des Geburtstagskindes auffalle. Und der vierte Vorteil ist natürlich der, dass ihr Antwort bekommt. Es ist bei mir derzeit sicher so, dass ich von über 90% derjenigen, die ich mit dem Video beglücke, auch eine Antwort zurückkriege. Das heißt, alle haben was davon. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen durch den simplen Aufwand, dass ich einmal am Tag alle Geburtstagskinder meiner Timeline durchgehe und ihnen einen kurzen Videogruß zukommen lasse. Bonus-Tipp! Was ist, wenn ich Geburtstag habe und mir schreiben wahnsinnig viele Leute an die Timeline? Vorschlag, ich setze mich her und schreibe jedem Einzelnen eine Botschaft zurück. Also ruhig was Persönliches. Kann sein, dass es dauert, nicht? Aber wenn ich Kontakt zu meinem Facebook-Freund haben will, dann wäre es schon sinnvoll. Weil wie oft ist das? Genau einmal im Jahr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr irgendwas mitnehmen könnt davon, dann danke ich euch herzlichst fürs Teilen, fürs Liken, fürs Abonnieren und was alles dazugehört. Ihr kennt euch da eh aus, ihr wisst genau, was notwendig ist. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin an meiner Erfahrung teilhaben lassen und ich freue mich ganz besonders, wenn es auch von euch Erfahrung gibt diesbezüglich. Danke fürs Zuschauen und danke für jede weitere Social Media Aktion von euch. Pfiat euch, Servus!